Wir kommen zum zweiten Irelia-Game und zwar besteht eigentlich dieses zweite Irelia-Game aus zwei weiteren Games. Problem war folgendes, ich mich ins Rank gestürzt, natürlich voller Freude, kleiner Tobi da im Ranked am Start und gibt natürlich Gas. Hab gegen den neuen Game gespielt, war auch ganz lustig irgendwie. Auch wenn ich so richtig gar nicht wusste, was eigentlich jetzt Phase bei ihm ist. Auf jeden Fall ging es dann so ein bisschen ab. Und unsere Diana und unsere Botlane und eigentlich hat alles ziemlich hart reingefeedet und das Game war ziemlich schnell so hart beendet, dass ich mir gesagt habe, Tobi, komm, das kannst du stoppen, ist vorbei. Dann habe ich ein weiteres Game gemacht und dann sah es nämlich so aus, dass wir einfach alles zerstört haben. Und da habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich jetzt dieses weitere Video hochlade, wo wir alles zerstört haben, ist das ein bisschen gay. Und deswegen habe ich jetzt euch wenigstens den ersten Teil, den ich aufgenommen habe, von dem Garen-Video hochgeladen. Und dann kommt direkt das nächste. Das ist ein bisschen suboptimal, gebe ich zu. Vielleicht werde ich noch mal irgendwann eins hochladen. Aber vielleicht hilft euch das ein bisschen, ne? Also, ab geht's. So, Leute, hier wieder auf zur Runde 2. Wir werden jetzt hier gegen den allmächtigen, starken Gegner Garen spielen. Der neue Garen hier im Ranked. Justin Bieber. Ist der Justin Bieber? Ja. Care if you haven't played versus new Garen, he's a beast. Ja, nice. 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 Okay, wir haben den neuen Skarner. Mal gucken, was stärker ist. Das alles direkt im Ranked hier. Ist ja natürlich verrückt. Den neuen Skarner muss ich auch noch auspacken, weil ich auch definitiv nochmal zocken. Ja, das sind diese tollen Kristalldinger. Sind die immer an denselben Stellen? Sieht ein bisschen so aus, ne? Sieht ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob man da so wirklich viel mit anfangen kann. Ja, okay, hier diese... Man kann hier zwei Camps jeweils machen. Hier kann man auch zwei Camps mitmachen. Ist nicht schlecht an sich. Muss man mal schauen, aber ich finde dieses Ultraspeeden durch die, über die Map halt überall insgesamt fand ich halt immer ziemlich cool. Aber naja, der neue Garen habe ich noch nicht gegen gespielt, der baut hier auch direkt einen Longsword. Puh, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan mehr. Ich habe mir das durchgelesen, aber ich habe keinen Plan, was er so richtig macht. Also der dreht sich halt wie so ein Beast, sein Q macht nicht mehr so einen starken Slow wie vorher, macht ihn auch nicht mehr so schnell. Sein E wird aber richtig strong mit der Zeit, sein W stackt und seine Ulti macht halt den, der ihn wegfickt oder der am stärksten durch die Gegend fickt, macht das zerstört. Teammäßig haben wir Skarner, okay, wir haben so also einen guten Tank, mich als Off-Tank, in der Midlane auch noch so einen halben Tank mit Diana, Jessica Hyde, ist das ein Porno-Darsteller oder sowas, weiß ich nicht, und dann mit Thresh, Vayne, also an sich ein sehr gutes Team eigentlich, uns fehlt so vielleicht ein bisschen Fernkampf-Power, so ein AP-Carry-Fern, aber deren Team ist aber auch nicht schlecht. Garen, sehen wir jetzt. Wir fangen hier, okay, fuck you, wir fangen hier direkt mit dem W an, weil wir jetzt schon Schaden bekommen haben. Und werden uns da direkt dementsprechend etwas gegenheilen hier. Und möglichst viele Outlets machen, das Ding pushen, damit der uns hier gar nicht auf den Keks geht. Wobei der uns unterm Tower eh nicht viel auf den Keks gehen kann. Ich weiß nicht, ob ich hier zurückfighten will oder kann. Will, wenn nur, wenn ich mein W aktiviert habe. Und ich, in dem Moment bin ich meistens gesilenced, was das Ganze ein bisschen negiert. Fick dich. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal nicht ganz so fair aus hier irgendwie, aber dafür pushe ich das Ganze so ein bisschen, das heißt, er wird gleich hier, wenn wir gleich unser E haben, dann werden wir das Ganze nämlich mal angehen hier, dann werden wir uns nämlich hier mal ein bisschen wehren, mein Freund, dann werden wir uns nämlich mal ein bisschen wehren, okay, er macht Schaden, eigentlich müsste ich zurückschlagen, das wäre wichtig, ja, so sieht es nämlich aus, immer, also, man, es ist, kommt drauf an, man darf nicht immer generell zurückschlagen, aber wenn man sich nicht wehrt, man sollte versuchen zurückzuschlagen, aber ich muss erstmal seinen Schaden hier einschätzen, da komme ich gar nicht drauf klar gerade. Also da muss ich jetzt erstmal hier was gucken, wie da zur Phase ist. Ich müsste auch, hat der Ignite? Ne, hat er nicht. Goddammit, dieser Schaden. Ich glaube, ich werde mich jetzt hier erstmal einfach, ich weiß nicht, ich werde einfach versuchen, erstmal unterm Tower ein bisschen zu farmen. Das ist ja kein Problem als Irelia. Das schadet mir nicht. Vor allem werde ich dann hier nicht von dem guten Kha'Zix zergängt, zerpflückt. Von daher werden wir jetzt hier einfach erstmal unterm Turm ein bisschen im Start bleiben. Machen das W direkt an. Das gibt dann nämlich ein bisschen mehr HP wieder. Der Dude fehlt. Wie sieht es denn potstechnisch bei ihm aus? Potstechnisch ist er bei... Okay, er hat auch schon zwei Pots raus. Ne? Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ich meine, er hat auch einen Longsword. Dann ist klar, dass wir nicht so viel... Dass wir nicht so viel Schaden machen wie er, wenn er einen Longsword hat und wir nicht. Ist ja logisch irgendwo. Aber, ja... Wir hauen hier direkt auf jeden Fall mal die Flaskerinos rein. Die Flaskerinos. Skarner kommt am Stissel. Da ist es dann. Der Stun ist da. Der Damage ist auch da. Der Red Buff ist auch drauf. Nicer Scheißer. Da ist der Kill. Sehr, sehr schön. Und deswegen lassen wir uns pushen. Ich habe zwar den Kill nicht bekommen, aber easy life.
Der Gegner hat aber auch Stacks bekommen auf sich, ne? Ich dachte, dieses Stack-System hätten die rausgenommen, oder habe ich irgendwo, oder sind die dann direkt drei so Dinger drauf, wenn der dieses E abkriegt? Das kann sein. Dass das einfach nur so diese Animation des Vergiftens ist und nicht das Stacking-System. Ja, auf jeden Fall, deswegen lassen wir uns einfach pushen. Wir können unterm Turm super krass farmen als Irelia, wir haben gar keinen Zwang, irgendwas zu pushen. Wir haben gar keinen Zwang, irgendwas zu pushen. Fick dich, Dude, fick dich. Fuck you. Ich will jetzt eben nur noch die Minions hier mitnehmen. Oh, schade. Na gut. 001. Einen schönen Kill eingesammelt. Und wir sind in der Base. Haben leider nicht so viel Geld, um ehrlich zu sein. Begrenzt. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal Base. Kaufen uns diese Teile hier und kaufen uns auch direkt ein bisschen Defensive. Eine Armor und ein Ward. Wir wollen das Ganze ja natürlich hier ein bisschen ordentlich angehen. Weil wir sind jetzt. Diese Armors können wir auf jeden Fall in alle möglichen. Daraus können wir unser Frozen Heart bauen, da können wir Ninja Tabis rausbauen, da können wir auch ein Randuin rausbauen. Also, das hilft uns auf jeden Fall sehr. Natürlich macht seine Ultimate True Damage, wenn ich das richtig. Also, zumindest. Nee, stopp, das macht Magic Damage, wo mir die Armor jetzt auch nichts bringt. Aber gegen so Dudes, die vergewaltigt oder nicht vergewaltigt, sondern hier, die halt böse sind, dagegen macht es True Damage. Aber trotzdem macht er natürlich sehr, sehr viel Schaden mit seinem Q und E und diesem ganzen Scheiß. Wir lassen uns einfach wieder reinpushen, so ein bisschen hier. Er hat, glaube ich, auch Respekt. Wir gucken seine Items. Okay, er hat keinen Respekt. Das Tragische ist natürlich, dass ich nie so richtig gegentraden kann. In dem Moment. Oh, guckt euch den Schaden an, Leute. Aber hier lassen wir es wegen den Minions. In dem Moment, wo wir gesilenced sind, will ich mein W aktivieren. Das geht aber nicht. Das geht nicht, weil ich gesilenced bin. Aber wir sehen, Dude. Wir haben ein bisschen tanky gegangen, den ganzen Scheiß. Und er hat Damage gebaut. Und wir geben ihm auf die Fresse. Natürlich haben wir ein bisschen mehr Items als er, aber. Manchmal ist weniger Damage auch mehr Damage, oder? Jetzt haben wir unser W schon vorher aktiviert. Das ist ziemlich gut, dass wir unser W vorher schon aktiviert haben. Oh, er ist 6 geworden! Oh, no! No, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ist er jetzt gerade 6 geworden oder war der schon 6? No! Den hätte ich doch 10-mal gekillt. No! Oh Gott, und so geben wir unseren Vorteil wieder weg. Nee, das ist jetzt unfair. Oh, Dude, weil ich meine, ich habe die Minions ja getankt. Ne? Das waren viele, aber das hätte ich auch geschafft. Aber wow, er war. Wieso ist er. What? No. Okay, hier sind so viele Viecher, deswegen, aber. No. No way. Oh, man. Den hätte ich doch so hart gepawnt. Oh, das nervt mich jetzt. War der schon. Da muss ich nachher nochmal gucken, ob der schon 6 war oder ob der erst 6 geworden ist. Aber das ist schon Abfuck. Aber ich denke, kommen wir mal wieder runter. Fuck you! Ich denke, dass wir ihn outscalen. Also, wir scalen auf jeden Fall aus. Von daher. Ich habe jetzt auch nichts gekauft. Das ist jetzt nicht so cool, aber ich wollte irgendwie schnell in die Lane. Aber ich hätte schon was kaufen sollen, irgendwie. Ach, Scheiße! Dieser Sack, ey. Kacke, ey. Richtig kacke. Da, 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 zack, 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 zack. Ah, oh, schade. Zack, so. So, 1-4 ist natürlich nicht so cool. Vor allem nur 2 Diana gegen 2 nur Ahri ist super nicht schön. Ja. Müssen wir mal schauen, was das Ganze ergibt. Wir bauen uns jetzt hier erstmal unser Phage fertig. Wir gehen jetzt hier auch mal ein bisschen in die. Gehen wir in die Schuhe? Gehen wir in die Schuhe? Wir gehen nicht in die Schuhe. Wir gehen hier weiter in die Armors. Die Armors ist richtig, bringen uns nur begrenzt, weil er halt. Auch unterschiedlichen Schaden macht, aber gerade gegen sein Audit, sein Q und sein E blocken wir auf jeden Fall genug Schaden. Wie wir auch gesehen haben, wir haben sehr gut getradet und wären wir 6 geworden, hätten wir auch locker gewonnen, aber ich bin halt ein Fakthart. Sagen wir, wie es ist. Sagen wir einfach, wie es ist, Leute. Deswegen bin ich auch kein Top-Laner geworden. Wobei, Midlane wäre das gleiche. Aber da habe ich irgendwie die Lanes auch unter Kontrolle. So mit wer Level 6 und dies und das und Swag und YOLO. Und wir wollen jetzt erstmal. Für mich gerade ein bisschen deep. Stellen erstmal das Normale, dann stellen wir das. Und dann können wir nämlich wieder das stellen. Wir direkt potten jetzt. Das ist wichtig. Direkt potten. Was ist jetzt, Dude? Was ist jetzt, Dude? Hast du mich unterschätzt oder was, Dude? Was ist jetzt, Dude? Ich hab ne Frage, Dude. Was ist los, Dude? Hä? Damage? Damage ist nicht alles im Leben, Junge. Ich sag euch, Leute, Damage ist nicht alles im Leben. Manchmal ist Tanky einfach auf der Toplane besser als Damage. Muss man einfach sagen. Muss man einfach sagen. Er hat hier Full Damage gebaut und Schuhe, die einfach nichts bringen. Wir haben uns natürlich gegen die Schuhe. Ja, toll, jetzt habe ich dieses scheiß Siegel auf dem Kopf. Dankeschön.
Ja, wir haben uns hier gegen diese Schuhe entschieden. Ich hoffe, ihr gebt mir jetzt nicht auf den Keks. Das wäre echt nett von ihr. Could you please not go on the marquee of my nerven, please? That would be very nice. Thank you, sir. Wir gehen jetzt hier auch direkt mal in das Glacial-Ding reinsaugen. Natürlich könnte man sagen, Tobi, aber sieh doch zu, dass dein Trinity fertig geht. Ja, könnte ich machen, sollte ich machen, aber. Keine Ahnung, ich habe gerade keinen Bock, ehrlich gesagt. Nein, wir werden uns jetzt auch darauf fokussen. Wir haben unsere Lane eigentlich ziemlich krass im Griff. Und ein Sheen würde uns richtig krass gegen diesen Dude helfen, weil wir immer viele Autos auf ihn drauf kriegen, weil er einfach immer dreht und etc. Aber ja, dieses Ding hilft uns auf jeden Fall hier. Natürlich Diana 03. Oh, jetzt habe ich hier dieses Zeichen neben mir. Na döll, na döll. Jetzt macht er, glaube ich, immer mehr Damage gegen mich, irgendwie sowas, ne? Egal, I don't care, Bro. Direkt porten ist wichtig, direkt porten. Das ist wichtig, direkt porten. Direkt porten, das ist wichtig. Besten hier so ein bisschen, sodass er auch noch Damage kriegt. Direkt porten, aber das ging. Ich müsste eigentlich schon vorher porten, bevor er mich uncute. Weil ich müsste eigentlich schon in dem Silenced porten. Das ist so wichtig, ist das. So wichtig ist das porten. Das ist ja jetzt unfair, dass ich die ganze Zeit diesen beschissenen Buff auf mir drauf habe. Das ist ja echt voll unfair. Wir können jetzt leider hier nur begrenzt was machen. Wir gehen jetzt erstmal direkt Vordinin. Vordini. Könnte sein, dass Kha'Zix nämlich jetzt bald nach oben kommt, so wie ich ihm hier rippe. Ja, was heißt rippen? Ich habe 1-1-1, aber er hat 1-2. Ja, ich push aber auch, ne? Rippen, pushen, alles. Wir sollten jetzt auch gucken, dass er ein bisschen pusht, damit wir ihn weiter rippen können. Steht jetzt hier eigentlich, was er mit mir macht? Garen, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Wir haben auch Teleport ready. Eigentlich könnten wir, da gehen wir sogar, da gehen wir auch einfach, ah, das ist ein bisschen wasted. Gerade aber egal, das ist meiner. Her damit. Verdammte Scheiße. Wir können jetzt auch direkt Dragon machen. Pushen wir diese Scheiße hier durch. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Geld wohl. Reicht leider nicht, aber dann holen wir uns direkt Dragon. Was ist da los? Immer direkt alles nutzen hier. Den Kill genommen und direkt verwandeln hier. Ha, wen haben wir da? Das ist Kha'Zix. Dude. Dude. Jetzt wird mein Turm natürlich ziemlich zerschmashed, muss man sagen. Du springst nicht. Das ist ein Ding, was sicher ist. Du springst nämlich nicht. Zumindest nicht zum Dragon rein, ja? Das ist ein Ding, was ich dir sagen wollte. Mir fehlen noch 90 Gold. Der Top Tower ist eh weg. Top ist eh weg und Vayne geht auch Base. Deswegen machen wir diese Viecher hier noch im Fix. So. Oh, der Tower steht noch. Aber okay, er ist auf jeden Fall weg. Ist die Frage, wie worth das Ganze war, kann man natürlich jetzt darüber diskutieren. Aber ich habe noch einen Kill bekommen. Und hab. Lol, sie hat mich gleich noch getroffen, kann es sein. Hab jetzt mein Sheen fertig und bin auf jeden Fall strong. Ich bin definitiv jetzt strong. Noch nicht ganz strong, wie als wenn ich mein Trinity hätte, aber nicht ganz unstrong auf jeden Fall. Dragon haben wir auch eingesammelt. Also komm. Also komm. Also komm. Also komm. Wäre ich nicht da gewesen, wäre es nämlich eine 3-3-Situation gewesen. Und dann hätten wir den Dragon auch nicht machen können. Gut gemacht, Tobi. Ah, danke schön. Danke schön. Danke schön. Ja, wir werden jetzt weiter zusehen. Wir haben jetzt Teleport eh auf CD, dass wir erstmal dem Garen hier weiter auf die Sektnaht gehen. Sektnaht, auf die Sacknaht, auf die Sektnaht. Diana ist schon wieder tot. Diana ist geflasht, okay. Wir lassen das Ganze hier erstmal slow pushen, glaube ich, weil Garen kommt eh gleich wieder. Und eigentlich, ja. Eigentlich, ja. Eigentlich müsste ich meinem Team helfen. Das ist, was ich euch gerade vermitteln will. Aber. Garen kommt jetzt eh gleich wieder und dann wird er nämlich unterm Turm stehen. Das will ich gerade gar nicht. Ich will eigentlich, dass ich ihm auf die Fresse geben kann. Ich will ihm auf die Fresse geben. Und wenn ich jetzt so push, dann verliert er nämlich Minions gleich mit der Zeit. Weil die einfach hier die ganze Zeit irgendwas schon umbringen vielleicht. Okay, also wir haben mittlerweile extrem viele Caster hier schon. Aber dann sammeln wir halt die Armee von Mordor, von Schottland, von was weiß ich, von Timbuktu. Da ist er nämlich, der Dude. Wir bereiten uns das hier ein bisschen vor. Zack. Okay, das wird wahrscheinlich mit der Vorbereitung nichts, aber na gut. Hier so ein, zwei Minions verliert er hier auf jeden Fall. XP ist auch dabei. Also warum nicht? So, ich möchte mir jetzt gerne einen Caster hier hinten direkt schnappen. Zack. Immer schön die Brücke vorbereiten. Ja, er will nicht, aber selbst wenn nicht, haben wir ja nichts verloren durch diese Brücke.
Ich denke, mittlerweile hat das auch gecheckt. Die Frage ist, ob wir jetzt einfach den Turm, ob wir ihn ignorieren, einfach den Turm machen oder was Phase ist. Er hat auch anscheinend nicht großes Interesse, hier irgendwie seinen Turm zu verteidigen. Die Frage ist, wir potten direkt mal. Oh lol, er hat Jomus. Ist die Frage, ob wir das hier schaffen können. Der Stun ist drauf. Jetzt müssen wir die Sheen Procs nutzen. Nein, ich bin so ein Kacknob. Ich habe zu lange gebraucht. Ich hätte mein Q machen sollen früher und mehr überhaupt. Ich habe aber auch zu viel Schaden einfach hier unterm Turm mit seinem scheiß Brutalisierer bekommen. Dieser scheiß Humus-Bild. Mann, ich bin ein Scheiß-Noob. Fuck, Alter. Mann, aber uns fehlt nicht mehr viel fürs Trinity und vielleicht kriegt Garner diesen Dude noch. Diesen Dude. Farm 113, 217. Relativ ausgeglichen. 2-2, 2-2. Ich habe noch einen Assist. Ja, es war tragisch. Aber dieser Silence fickt mich auch so ein bisschen. Aber ich komme auch noch nicht ganz auf diesen Garen-Dude klar. Aber ich hätte auch dieses Mark noch auf mir drauf, ne? Dass ich mehr Schaden von ihm kriege. Vielleicht zählt es auch noch so ein bisschen mehr Yo, rein. moin Leute, was geht am Start hier? Ich bin jetzt gerade im zweiten Game hier quasi, aber ich habe ein Problem. Ich bin zu spät reingekommen, weil mein Game mich nicht reinlassen wollte. Ich bin Level 1, er ist Level 3, er abused den Scheiß hier direkt. Und ich habe halt noch einen Haufen Pots, das ist mein einziger Vorteil, sonst bin ich Level 1. Ich habe noch jetzt erst ein CS eingesammelt. Wir werden jetzt trotzdem gucken, wie wir hier ins Game reinspringen und einfach alles zerstören werden. Das ist mir gerade sowas von egal. Also das ist mir sowas von egal gerade hier. Also wir haben wie gesagt hier 5 HP und 3 Mana Pots mit dem Ganzen noch leveltechnisch hard behind. Müssen wir jetzt gucken, wie wir hier etwas aufholen können, das Ganze. Macht auch guten Schaden. Hier kommt auch schon ein Gank, der mir das Ganze vielleicht etwas erleichtern wird. Da ist schon der Flash, damit kann ich leben. Das soll für mich soweit erstmal reichen. Ich habe da auch nichts mehr, was ich groß dem entgegensetzen zu kann. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt schnell hier. Am besten wäre, wenn er diese Minions hier auch verliert, damit ich die möglichste XP hier einsammeln kann. Ja, ab. Echo, Echo wird wahrscheinlich ein AP-Echo werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir schauen uns das Ganze mal an. Wir sind Level 3, ist Level 4, also gar nicht mehr so weit entfernt. Wir haben uns mal einen Pott rein. Wir haben ja genügend. Was hat er? Er hat auch eine Flask. Hat also auch entsprechend genügend Ressourcen am Stissel. Das kannst du mal voll vergessen. Hier kriegst du ein bisschen Schaden mit, mein Freund. Kriegst ein bisschen Schaden mit, mein Freund. Kriegst ein bisschen Schaden mit, mein Freund. Kriegst ein bisschen Schaden mit. Mein Freund der Sonne. Hauen wir nochmal die Flaske Rhinos rein und. Ja, hier schön das Blade ausklappen, dann kriegen wir ein bisschen mehr AP wieder, das Doppelte, um genau zu sein. Und fleißig potten. Fleißig, fleißig potten. Fleißig potten. Do, baby, I love you. Da, 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 da. Zack. Schade. Schade. Nice. 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 So. Ist er schon back? Können wir davon ausgehen, dass er back geht gerade? Ich weiß es nicht. Das ist die Möglichkeit ist gegeben. Das First Blood wurde auf der Botlane vergeben. Wir sind halt wieder so halbwegs ins Game rein. Er geht jetzt back, das heißt, wir sollten jetzt auch schnell zusehen, dass wir hier ein bisschen was wegputzen. Erst geteleportiert, zack. Oh. So, dann gehen wir auch mal ganz fix zurück. Zuerst haben wir 24 zu 6, wir sind also super wieder im Game. Er ist leider XP-technisch immer noch vorne. Was hier wiederum tragisch ist, wir kaufen uns ein bisschen HP, wir kaufen uns ein Ping, wir sind gut ausgerüstet, wir teleportieren uns nach oben. Wir schauen, was hat er so an Items. Er hat einfach nur ein Buch, das heißt, Items-technisch sind das bei ihm 820, glaube ich. Oder 850, ich glaube, es sind 820. Und bei mir, Alter, XP-technisch sehr weit vorne, also weil er ja noch diese ganze Wave hier hat. Aber wir geben ihm trotzdem mal auf den Sack hier. Wir sind nämlich itemtechnisch vorne, würde ich soweit. Nicht unbedingt vorne. Aber ich kann mit meinen Items, die können wir, glaube ich, besser nutzen als diesen CDR. Diese CDR, da kann man, glaube ich, nicht viel mit anfangen. So, jetzt Level 6. Nicht so cool, allerdings. Warten wir mal eben. Wir müssen jetzt auch, wir sind gerade mal die Hälfte zu 5, zu 6. Naja, kriegen wir schon hin, Leute. Kriegen wir nicht. Ich sag euch, dass wir das hinkriegen. Das ist gar kein Problem. Nur sollten wir warten, bis wir 6 sind, bevor wir mit ihm traden. Hier kommt ja auch eine entsprechend große Wave an. Soll uns also hier nicht groß behindern, der ganze Scheiß hier. Soll uns nicht behindern, Leute. Ich will halt wirklich absolut nicht mit ihm traden, so richtig, weil,
Ja, wie gesagt, wegen der Ulti, ne? Also, I don't know, I don't want this. Badab, badab. Zack. So, wie lange brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch ein bisschen. Ein bisschen brauchen wir noch hier. Abisal, 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 Abisal. Er links wird jetzt, genau das wollte ich sagen, er wird jetzt gleich 7. Nice, verdammt. Er ist jetzt wieder vor mir, aber wir werden ihm jetzt trotzdem mal ein bisschen auf die Fresse gehen. Wir hauen direkt einen Pott rein und werden ihm direkt mal hier so ein bisschen geben. Er wird jetzt seinen Klon gleich nach hinten aktivieren müssen. Hat er nicht gemacht. Okay, fuck you, Bro. Das Ding ist, hätte er es gemacht, hätte ich ihn trotzdem gefickt. Also, der hätte mit seinem Klon halt keinen Schaden an mir gemacht. Und ich hätte ihn einfach zerstisselt. Einfach zerstisselt. Das war natürlich schon schwach, sind wir mal ehrlich, aber naja. Tod ist tot und gehört aufs Brot. Weg damit. Hashtag weg damit. Hashtag weg damit. Zack. Bap. Bap. Zack. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Dadap. 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 Oh, okay. Ja, wir fliegen nochmal zurück in die Base. Wir springen, wir fliegen, wir rasieren, wir verpissen uns. Was wir jetzt machen, Leute, ist, Phage ist nicht ultra krass, ja. Phage ist cool, also die Sachen, woraus sich Phage baut, sind nett. Aber Phage an sich ist jetzt nicht so krass, dass ich sagen muss, ich muss jetzt unbedingt Phage fertig machen. Wir haben hier die HP, wir haben hier die AD. Das ist das, warum wir Phage bauen. Und unter anderem nicht nur. Und jetzt haben wir das Sheen am Start gebracht hier. Und mit diesem Schien werden wir einfach diesen Dude jetzt sowas von zerstören. Zerstören werden wir ihn. Zerstören. Er wird zerstört werden. Oh, baby, I love you. So. Dieser Ohrwurm. Da, Fuck. Da, Fuck. So, wir wollen direkt wieder traden. Wir müssen natürlich aufpassen, dass sein Klon so ein bisschen. Wir gehen erstmal drauf, ohne. Oh, wie viel Schaden er einfach kriegt. Das ist verdammt, dieser Schaden, den er kriegt. Das ist einfach verdammt verdammt. So, wir machen uns hier die Brücke. Die Brücke steht. Sehr gut. Und wir laufen. Wir laufen, wir kriegen Damage. Wir laufen, wir kriegen Damage. Wir sollten schon die Kanone vielleicht entfernen. Die ist ein bisschen nervig hier. Die Brücke hier steht. Oh, what? Er hat meine verkackte Brücke zerstört. Dieser kleine Spasti. So, jetzt aber. Hauen uns nochmal einen Pott rein. Hier sind gerade echt verdammt viele Minions. Das ist nicht so cool. Nicht so cool. Oh, Baby, I love you, Baby. Okay, nice. Ich bin, glaube ich, ein schnellerer Mann. Ich bin ein schnellerer Mann. Schneller als du ihr sein wirst. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Shyvana kommt. Shyvana kommt. Outwit, outwit, outwit. Zack. Wutz weg. Outwit. Dieser Sheen-Proc ist verdoomt, Leute. Er ist verdoomt. Ich sage es euch. Der macht so viel Schaden. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Schaden er macht. Okay, wir waren auch Level 8. Sie war Level 6. Verdoomt. Einfach verdoomt. Weg. Einfach weg. Einfach weg. Better nerf Irelia. Better nerf Irelia. Too strong for the world of Ice. Ich werde Irelia main. Still the main. Still the fucking main. Zack. Zack, zack. Kommt ein Teleport. Ja, dann machen wir uns mal Feige fertig, würde ich sagen. Ich stelle noch mal das Pink Ward zur Sicherheit, weil dann haben wir noch einen Platz, falls irgendwas itemtechnisch nicht mehr passen sollte. Und dann checken wir es mal. Und dann checken wir das mal. Zack. So, Phage, Phage und die Boots. Nice. Phage und die Boots. Teleport besparen wir uns. Sparen wir uns auf, falls irgendwo anders noch was gehen sollte. Sparen wir uns den Teleport mal auf. Hier oben verlieren wir jetzt nicht so krass viel. Zwei, drei Minions. Können wir mit leben. Wir fliegen, wir rasieren, wir rennen. Oh, dieser Booty. Booty, Booty, Booty. Booty. Yeah, Booty. Okay, weiter geht's. Da. So, wir haben Double Buffs. Nice. Wir wollen unbedingt traden. Wir haben Double Buffs. Wenn Echo meint, roam zu müssen, dann freezen wir den ganzen Scheiß einfach mal. Dann verliert er nämlich jetzt all diese ganzen Viecher, die jetzt hier zerstört werden. All diese Viecher, die zerstört werden, verliert er.
Oh, 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 oh. Falls er sich gleich irgendwo anders auftauchen sollte, dann haben wir immer noch unseren Teleport. Okay, ich würde sagen, eigentlich will ich nicht pushen. Ich will ihn eigentlich, aber werde jetzt so oder so pushen, weil wir schon so viele Castle hier haben. Von daher pushen wir jetzt einfach. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ganz ehrlich. Oh, mein Blue Buff ist weg. Jetzt sollte ich aufhören zu spammen. Ja, Boy, was geht hier? Macht deine Ulti, Boy. Oh, er hat echt mein Pinkwort geklärt. Er hat mein Pinkwort geklärt. So, wir verstecken uns. Okay, Boy, ich hab's verstanden. Die Brücke wird erstellt. Brücke steht. Brücke steht. Oh, Baby, I love you. Baby, I love you so much. So much, so much, so much. So much, so much. So much. Wir haben immer noch Teleporter und das Party-Alarm. Wir müssen aber noch ein bisschen weiter reingehen, sonst geht nichts. Okay, Boys, ich bin auf dem Stiesel. Ich bin auf dem Stiesel. Ich bin auf dem Stiesel. Wir haben leider noch kein W. Ich würde das W sehr gerne noch abwarten. Oh, Boy! Wir hauen direkt mal alle Flaskerinos rein hier. Alle Flaskerinos reinhauen. Oh boy, komm. Oh, wie sie alle weglacken hier gerade. Ich habe kein Q. Kein Q und ich habe ein paar Speere mehr drin. Oh, come on, boys. Ich habe kein Q. Give me the Qs. Give me the Qs. Und den auch noch. Reuden, 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 Reuden. Autsch, Autsch. Mama, Mama. Mama! Hilfe! Da gehen wir noch rein. Wir sind nämlich in Stun, Leute. Da gehen wir rein. Wir haben nämlich einen Stun. Ah, das war ein bisschen sehr greedy. Und für 500 Gold, glaube ich. Ne, 3? For a double kill? Ja, okay, aber what? Ja, nee, wir waren 500 Gold wert. Der Greed war da, Leute. Der Greed war da, aber das Geld ist auch da. Ne? Das müssen wir mal auch so sehen. Das Geld ist da. So, wir gehen hier auf jeden Fall auf die Mercurys. Die haben relativ viel Magie-Damage. Da, 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 da. Ah, scheiße. Da, 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 da. Wir sind auf jeden Fall schon mal strong. Das ist ganz gut, dass das Team hier ein bisschen zerstört wird. Dann können wir noch unser Potenzial zeigen. Shyvana 2-3-1. Eigentlich bin nur ich fett. Der Rest hat schon struggled hier so ein bisschen. Den Echo geben wir auf jeden Fall. Der hat's nicht so raus. Das Business hat er nicht so raus. Ist nicht so ganz im Business. Brücke steht. Brücke steht. Die Brücke, die steht einfach mal. No turning back. Q. Wir machen jetzt mal hier so ein schönes Durchqueuen. Q, 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 Q. Batz, alles weg. Alles weg. Alles weg. Oh, Echo ist in der Midlane. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Da müssen wir jetzt schnell Gas geben, ja? Schnell Gas geben. Mist. Ja. So, wo wird Echo? Der wird dann wahrscheinlich doch... Wir könnten auch roam. Wir machen jetzt erstmal den scheiß Turm kaputt. Was soll's? Ganz ehrlich, was soll der Geiz? Hier mit W können wir nochmal unsere Schienen so ein bisschen auf den Turm reinprocken. Ist auch nicht verkehrt. Sieht ganz cool aus auf jeden Fall, dieses Blade. Wenn es sich vor allem, wenn es sich so dreht. Wenn Echo ist immer noch Botlane, lol. Ich habe jetzt... Ja, ich würde jetzt eigentlich meine Ulti zum Pushen nehmen, aber ich will nicht meine Ulti jetzt zum Pushen nehmen, ganz ehrlich. Da habe ich gerade nicht die Lust drauf. Echo kriegt doch einen Kill, das ist natürlich jetzt schade. Ich habe halt keinen Teleport gerade, ne? Das ist nicht praktisch. Der Xerath ist weg. Jetzt werden wir einfach mal Druck ausüben hier und das den Turm hier mit voller Wucht anstößeln. Mit voller Wucht. Mit voller Wucht. Noob Champ wird hier gecallt. Nice. Nice. Der Noob Champ ist real. Da scheißen wir drauf. Das ist ein scheiß Nautilus, Alter. Willst du mich ansicken? Willst du mich ansicken? Wichtig hier immer die Procs verteilt. Erst das eine, dann erst E-Auto-Hit. E-Trinity. W-Trinity.
Kyo Trinity. Immer schön alles, alles nach und nach. Da, 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 da. Ja, wenn ihr nicht wollt, Leute, dann gebe ich hier weiter Gas. Ne? Also mir soll das nicht stören. So, ne? Also ich gebe hier volle Möhre. Und wenn ich hier irgendwas gebe, ne, dann gebe ich hier volle Möhre. Okay, jetzt müssen wir mal hier raus. Lol, wie ist einfach kein Kümmer? Was ist denn hier los? Sag mal. Hallo? Hallo? Hallo, hier, ich klopfe an eure Tür, was ist da los? Wie sie einfach, ich glaube, es kann, okay, ich weiß, was es ist, es will einfach keiner gegen mich kämpfen, ich bin eine fucking 6-1. Ich bin eine fucking 6-1. Son of Bitches wird hier gecallt, nice. Ja, gehen wir mal weg, wir haben ziemlich viel Mana rausgepulvert und eigentlich alles, was wir irgendwie hatten. Ah, jetzt hat er ja auch noch gewartet, dieser Spast. Dieser Spast. So, wir gucken nochmal, was haben wir hier im Team, Leute? Was haben wir hier im Team? Magic Damage, Magic Damage, Magic Damage, Magic Damage, AD Damage. Fett und ja, also ist auf jeden Fall viel Magic Damage. Das heißt, wir gehen hier auf jeden Fall weiter in die Magic-Sparte, werden hier auf jeden Fall dieses Item bauen, haben jetzt auch schon ziemlich gute, haben schon ein bisschen ZDR, haben auch schon die Magieresistenz, haben ganz gut schon MR auch, 120 schon, das ist ganz cool, plus 77. Können wir auf jeden Fall mitarbeiten. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ganz ehrlich. Ganz fucking ehrlich. Oh boy. Oh boy, das sieht jetzt so allmählich ziemlich nach einem Rape aus hier. Muss man tatsächlich mal sagen. Was ist da los? Was ist da los? Zack. I was writing. Nice. Nice. Er war am Writen. Sehr, sehr nice. As you reported. Nice. As you reported. Das ist mein Mate. Du kannst doch nicht mein Mate reporten, weil er dich raped. Oder was ist da los? Oder was ist da los? Zack, 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 zack. Wir haben leider kein Ultimate, das ist etwas tragisch, aber wir sind ein Tank. Wir halten das locker aus. Die Frage ist, ob er es schafft. Die Frage ist, ob er abstürzt. Ja, tut er. Die Frage ist, ob wir... Nein, tun wir nicht. Nein, tun wir nicht. Tun wir nicht. Niemals, nicht mit mir. Der will mich aber noch und den werden wir jetzt aber dafür töten. Out of order. Oh, Hurensohn, wie ich gecallt. Oh, nice. Nice. Out of order. Out of fucking order. Oh, ich bin so müde. Ah, scheiße. Oh, kacke. Oh, jetzt läuft mir auch noch. Oh, Gott. Ich bin so klug. K-L-U-K. So, wir gehen jetzt aufs Frozenheart. Eigentlich ist dieses Mana-Ding nicht so gut als erstes zu kaufen, aber interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Wir haben Teleport, wir gucken, was hier so geht. Ich meine, in diesem Game geht eh nicht mehr viel, ne? Aber Lidl ist anscheinend schon auf K, so wie es so jetzt rüberkam. Oh, Boys, oh, Boys, oh, Boys, oh, Boys, oh, Boys. Ja, er lebt noch. Oh, Enemy Triple Kill, nice. Machen wir das Ganze nochmal ein bisschen interessant hier. Enemy Triple Kill. Triple Kill. Nice. Ich hätte teleporten können, aber ich war irgendwie gerade müde. Also, ja. So sieht's aus. So sieht's dann einfach mal aus. Sind wir mal ehrlich, also der Echo war nicht der krasseste Gegner, ne? Aber jetzt ist es ja wichtig, dass das, was ich immer sage, ne?
haben wir einen Gegner, der nicht so gut ist wie wir, dann müssen wir ja wirklich zusehen, dass wir diesen auch bestrafen. Das haben wir getan. Wenn man dann sowas wie Nasus spielt, der einfach nur farmen würde, ne, dann würden wir sein, dafür, dass er so schlecht spielt, ihn nicht bestrafen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Leute bestrafen. Zack, ja damit. Dankeschön. Ich wollte erst ohne Q, aber da habe ich gesehen, dass er All-In geht da und dann muss man doch den Damage noch hinzufügen. Also, wie gesagt, deswegen ist es wichtig, dass man dann diese Leute entsprechend auch bestraft. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Son of a Biatcha, pra 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 pra. Ist Red Buff auch da? Das wäre auch wohl pretty nice Red Buffs. Oh, das ist jetzt, weiß nicht, ob das so gut ist, ob man da so viel mitmachen kann, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Begrenzt, muss ich droppen. Die hätten mich so hart CC, da wär, hätte man nichts machen können. Sorry, Bros. Sorry. Und raus. Wir haben 1200 Kneten. Da kommt Xerath, der gute Müllmann. Können wir jemanden abfangen? Da kommt jetzt einer lang wahrscheinlich. Könnte sein. Da ist er schon. Scheiße. Aber ich wollte auch nicht beide haben. Von daher ist das wahrscheinlich so die bessere Entscheidung. Okay, hier ist die Brücke. Die Brücke steht. Ah, oh, fuck, Brücke. Du darfst nicht verbrennen. Ba-ba-ba-ba. 7-2 haben wir. Ich glaube, wir müssen jetzt was töten. Wir müssen was töten. Irgendwas. Hallo, grüße dich. Wie geht's dir, Keule? Moin, Keule. Was geht? Keule. Und jetzt weglaufen und schießen. Oh, wir müssen auch hier mal, ja. So, Keule. Frapp. Warum hat sie eigentlich eine Backport-Animation? Jeder hat, oder habe ich das, weil ich gelaufen bin noch? Nö, hat sie nicht. Ist ja langweilig. Gibt so viele, die eine haben, nur er nicht. Oder sie nicht. Oh, wo bin ich müde? Ist das krasse. Was sind das hier? Zeckes. 1-7. Verkaufen wir mal den Schund hier. 1-7. So, wir porten da jetzt direkt rein. Wir porten da. Falsche Richtung! Falsche Richtung. So, wir machen unser WLAN und hauen direkt die Pots auch eben rein mit Denne. Wir holen uns erstmal den Boy da hinten. Der kommt nämlich nicht weg. Ja, 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 ja. Wow, ich hab schon alle drei Flaskerinos raus. Okay, kriegen wir den? Den kriegen wir. Daneben. So, immer erst ohne Q ran. Oh, okay, das war etwas. Okay, da habe ich vielleicht etwas zu lange getankt. War klar, dass ich noch kurz vom Gym. Ja. War ehrlich gesagt auch nicht das beste Gameplay. Also, Gegner war zu schlecht. Punkt 1. Punkt 2. Konnte man jetzt auch nicht so viel zeigen. Aber ich denke, ja, die Leute, die wirklich Bock drauf haben, Irelia try zu harden und sowas, da müsst ihr einfach mal ein bisschen spielen, ein bisschen tryen, ein bisschen testen, ein bisschen gucken. Yo!